Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Wir sind immer noch am Schrottplatz und wir wollen jetzt uns endlich mal diese komische Golem-Mission jetzt hier hinter uns bringen. Die ist ja nun nicht ganz einfach. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Und wir haben hier durch dass wir hier unseren ersten Auftrag gemacht haben, hier eine Uniform bekommen. Aber die sieht relativ, naja, nicht so cool aus. Ja, da machen wir doch lieber hier wieder unsere Jacke. Obwohl ich auch finde, ich habe hier so eine neue punkige Lederjacke, die sieht auch ganz geil aus. Ich glaube, die nehmen wir jetzt erstmal eine ganze Weile lang. So für den Auftrag, bis mir die nicht mehr gefällt. Sieht irgendwie ganz nice aus. Okay, Punk. Punkige Lederjacke. So, hier ist schon wieder der erste Golem. Super, ist schon mal direkt der Fail am Anfang. Wir haben ja auch neue Fähigkeiten. Unsere Drohne hilft uns ja hoffentlich. Und so, der müsste jetzt hin sein. So. Bis wir uns jetzt wieder erholt haben, ist er wieder da. Meh. Du blöder Vogel hast uns auch nicht geholfen, dass so eine gute Wahl war. Okay, gehen wir weiter. So, da ist der nächste Golem. Neben dem Heilschuss wieder natürlich ein bisschen mit der... Die Drohne macht schon ordentlich was. Und da hat es den Golem dahin gerafft. Ja. Und schon geht die Drohne wieder. So. Hier, jetzt mussten wir hier aus... Von dem Dingen hier... Irgendwas rausholen, ne? Altmetall-Golem. Komm. Schieß doch mal, du kleiner Eukalypter. Die Drohne. KP gekriegt, das ist schon mal gut. So, die konnte man jetzt nicht anklicken. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bis hier unsere Massen, wie heißt es, Vorrücken verlangsamen, bis das sich ein bisschen gelegt hat. Da ist der Schweißer. Den werden wir jetzt noch mal direkt hier, fupp. Und da will ich schon wieder irgendjemand was von mir. Dem Handy. Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? So, und nochmal die Maschinengewehrschuss hinterher. Sehr gut. Und jetzt hier. Na. Ja gut, jetzt kommen die zu dritt. Das war ja klar. Aber die halten ja nicht so viel aus, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt gehen wir hier hin und können jetzt den Golem hier benutzen. Zack. Und jetzt haben wir schon den ersten. Und jetzt nichts wie weg hier. So, hier ist nämlich schon der zweite. So, der kommt uns hoffentlich nicht nach. So. Den hier müssen wir angreifen. Also, zack. Und auch hier mal direkt so ein Ding rein. Drohne.
So, jetzt kommt jetzt kommen seine Kumpels. Vorsicht. So, wo ist er? Da ist er. Holen wir uns das Bauteil, was wir brauchen. Schnappen wir uns schnell hier alles und verschwinden. Tschüss. 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 So, hier ist der nächste. Ist ja doch nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. So, erstmal verlangsamen. Dann den hinterher. Und dann Drohne. Und schon haben wir ihn. Sehr gut. Wir müssen uns mit dem ein bisschen mehr Zeit lassen, damit sich unser starkes Zeugs auflädt. Ein bisschen weglaufen. So, und jetzt holen wir uns die Sache hier. Bam. So, die halten nicht so viel aus. Das wäre jetzt auch noch gewesen. So, jetzt wieder gehen wir wieder jetzt in. Ah, der hat sich mittlerweile wieder erholt. Das ist nicht so geil. Drohne. So, jetzt komm her. Na? Okay. So, und jetzt müssen wir hier raus. Ah, hier kommen direkt zwei. Das war vielleicht ein Fehler. So. Drohne. Holen wir uns mal schnell ein bisschen Leben. Jetzt halten wir das nämlich nicht aus. Nein. Ja, super. Lauf, kleiner Kollektor, lauf, 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 du bist gleich tot. Sprinten geht ja leider nicht, wenn wir im Kampf sind. Und wir sind in die falsche Richtung gelaufen, Leute. Oh Gott, scheiße. Hier rüber. Ach, und da hat es uns erwischt. Verdammt. Na, ja, falsch abgebogen. Na, nicht so geil. Ja, der Schrottplatz ist für uns irgendwie nicht so cool. Also, boah, wir sind voll weit weg gespawnt. Wenn wir jetzt unser Motorrad hätten, dann wären wir viel schneller wieder zu Hause. Bei unserem Körper. Gerade mal was anpassen hier. So. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch schon ein bisschen schneller. Also. Ein bisschen. So. Hier geht's rein. Und hier zwischen den. Hier vorne müssen wir lang. So. Lauf. So, und hier ist der Eddie. Bis hier uns folgen die uns nicht. Und hier müssen wir jetzt auch Sachen reinlegen. Den Schwermetall und die Teile wieder zu beschaffen. What?
Welches, wer ist denn der Schwermetallverwüster? Bist du der Schwermetallverwüster? Nein. Müssen wir jetzt wieder irgendwie so einen Golem besiegen oder was? Altmetallverbrenner? Bist du der Schwermetall? Oh, hallo. So, wer ist denn der Schwermetallverwüster? Bist du ein Schwermetallverwüster? Schweißer? Wer ist der Schwermetallverwüster? Altmetall-Golem-Verbrenner? Schweißer? Brennschneider. Das ist Schrottplatz. Was bist du? Altmetall demontiere. Okay. Die ist auch falsch. Was bist du? Ein Äscherer? Nee, dich brauchen wir auch nicht. Aua, das hat weh getan. Schwert gefunden. Oh, nice. Und wir haben irgendwie ein Achievement gekriegt. So, wo ist dieser komische? Bist du das? Lauter Altmetall-Golem? Nee, du bist das auch nicht. Was ist denn ein Schwermetallverwüster? Bist du ein Schwermetallverwüster? Altmetallverbrenner? Altmetallpulverisierer? Ah, hier ein bisschen außen rum. Hüp, hüp, hüp. Ah, jetzt kommt er angelockt. Wir haben ihn angelockt. So, den haben wir. Aber ganz knapp nur geschafft. So, was haben wir hier? Pulverisierer, Verbrenner. Was bist du? Brennschneider, Pulverisierer. Ach Leute, es ist doch zum Kotzen. Wenn man nicht weiß, wo man hin muss. Ah! Nein, das... Ah, jetzt hat sich die Quest doch wieder geändert. Wir müssen jetzt zum... Wo
Jetzt haben wir uns hier eingemauert. Jetzt müssen wir es zum Edgar. So, und hier müssen wir jetzt die Kiste. Okay. Wir mussten anscheinend irgendwie nur einen, irgendwie, der uns getötet hat oder so wahrscheinlich, töten. So, Bericht senden. Wie etwas aussieht, beunruhigt uns nicht. Ja, okay. Da sind sie wieder ein bisschen spaßig drauf, unsere Freunde. So, das ist doch mal cool. Das nehmen wir uns doch mal direkt. Das Schwert ist wahrscheinlich auch ganz gut, aber können wir gerade nicht gebrauchen. So, Trefferwert. Nee. So, dann haben wir hier beim Edgar alles gemacht, was wir so machen können. Hallo, hier ist noch jemand unterwegs. So, früh am Morgen. So, wir packen mal. Wie ging es noch? Begleiter. Ne, doch hier, bei Begleiter unser Motorrad aus. So, und wo müssen wir denn jetzt noch hin? Wir hatten noch Missionen, und zwar... Hier vorne an der Brücke, glaube ich. Gibt es nämlich noch einen Hubschrauber. Guckt mal. Also das ist irgendwie ja die große Mission, die man mit Leuten zusammenspielen muss. Aber hier gibt es, glaube ich, auch noch anderes Zeugs. So, wer seid denn ihr... Evolution der Spezies. Hi. Hey. Hallo. Ich kenne Sie. Also, nicht Sie. Das kollektive Sie. Wie Superhelden als Gruppe eben heißen. Langsam glaube ich, die machen das mit Absicht. Satellitensignal ist wieder weg. Wir sollten nicht damit rechnen, dass wir... Noch so ein freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft. Willkommen bei der Party. Viel Spaß. Wir haben genug Kuchen für alle. Das ist kein Sarkasmus. Er kann gar nicht sarkastisch sein. Sie hat recht. Ich bin Blake. Meine Mitarbeiterin, Miss Radcliffe. Wir arbeiten für eine unabhängige Ideenfabrik der Gesundheitsbehörde. Eine Spezialagentur. Für ganz spezielle Fälle. Wie Mount Vernon, Iowa, letzten Sommer. Aber das können Sie nicht wissen. Ganz genau. Wir arbeiten zielorientiert und nachhaltig. Wir sollen die Lage hier als Wissenschaftler im Überblick behalten, aber nicht eingreifen. Und genau das haben wir gemacht. Nicht eingegriffen. Die Lage wissenschaftlich im Überblick behalten. Trotz ständiger Rückschläge, die jemanden mit Fähigkeiten für Risikofälle vielleicht weniger beeinträchtigen. Damit meint er Sie. Und ich hätte das bestimmt nicht erwähnen müssen, aber diese Dinger, diese Monster, zerlegen unsere Anlage. Wirklich. Sie zerlegen sie und schleppen sie weg. Hier kann wirklich alles den Bach runtergehen. Absolut alles. Ein Schwarm von Superhelden? Ein Rudel? Wir sind fertig hier. Okay, die Verteidigungsstellung müssen wir jetzt verteidigen.
Anscheinend hatte die Orangi Group ein bisschen Probleme. So. Und da geht's schon los. Ja, mach dich mal nicht so wichtig hier. Feiger. Ich hasse Feiger. Ich mag euch nicht, ihr Feiger. Jetzt habe ich natürlich ganz umsonst hier meine tolle Spezialfähigkeit benutzt. Ja, also doch nicht ganz umsonst. Die kümmern sich ja Gott sei Dank hier alle nicht um mich. So, noch eine Welle. Ah, da kommen sie wieder an. Gut, dass ich eine hohe Reichweite habe. Die Drohne hilft fleißig mit. Wir müssen hier Pistolen auspacken und dann war's das auch schon. So, von den Draugs gestohlene Teile bei der Barrikade finden. Mitten durch Drauggebiet. Müssen wir mal gucken, ob wir den hier holen können. Komm her. Schon verlangsamen. So. Was bist du? Alter Seemann. Sehr gut. Jetzt kommen wir nämlich hier oben lang. Da hinten müssen wir hin, okay. Gehen wir mal hier rum. Da ist noch ein Feiger. Oh, der bringt direkt jemanden mit. Nicht gut, nicht gut. Ich kann doch keine Massen. Alte Seemann. Dann brauchen wir ein bisschen Leben hier. So, okay. Oh, der hatte nur Geld bei sich. So. Hier außenrum halt jetzt. Da haben wir einen. Die steckt ganz schön was ein. So, hier jetzt schnell vorbei. Ah, okay, hier. Hier was müssen wir denn jetzt hier machen? Die gestohlene Technologieteile zerstören. Okay. Eine. Ich glaube, die Inkubatoren, die lassen uns auch weitestgehend in Ruhe. Drei. Fünf. Keine freie Zielsicht. Und da vorne ist auch noch einer. Ach, komm schon, das kann ich auch mal sehen. Ja, so. Einen leeren Benzinkanister beschaffen, einen Schlauch und einen Trichter. Ja, sonst noch was oder was? So. Ja, zieh den halt an hier. Ja, komm her. Schön hier in das Ding hier rein.
Jetzt können wir auch ein bisschen mehr mit dem Heilschuss arbeiten hier. Wenn wir... Wo ist das? Hier ist das. Okay. Gib mir den Schlauch. Zack. Und einen Trichter brauchen wir noch. Da hinten ist irgendwas. Ich bin ganz nett. Ganz nett. Ich tue keinem was, außer dir. Drohne. Sehr gut. Wir geben auch ordentlich Punkte hier. Ich mag die Drohne. Ich mag die Drohne, ich mag die Drohne. Boah, hier sind so viele. Was? Trogner, ja, ja, also. Zwei sind natürlich jetzt schon wieder nicht so geil. So, Drohne, hilf mir. Wir werden ihn das erledigen, aber das war eine knappe Geschichte hier. Wir haben eine Schrotflinte gefunden. So. Hier. Oh ne, jetzt haben wir den auch noch gezogen. Aber einer alleine ist da jetzt nicht so schlimm. So. Puh. Okay. Versuchen wir mal, die Masse hier ein bisschen zu umgehen. Mit unserem tollen Motorrad. Hier scheint auch keiner zu sein. Sehr gut. Zack. So, Benzin von einem verlassenen Auto abzapfen. Ja, das wollte ich schon immer mal machen. Hätte ich auch mein Motorrad nehmen können, oder? Aber nein, dann könnte ich ja nicht mehr damit fahren. Das wäre nicht so gut. So, und jetzt müssen wir nach hier unten. Den hier holen wir uns jetzt. Sehr schön. Und seinen Kollegen holen wir uns direkt auf. Ah, Mist, der bringt noch jemanden mit. Okay, haben wir geschafft. Ich bin ein bisschen leise irgendwie, weil es ist echt schwer gerade. So, den Schrotthaufen verbrennen. Also ich denke mal, sie meinen das hier damit. Ja? Müssen wir hier irgendwas damit machen? Nee. Welchen Schrotthaufen? Ah, hier. Ah, okay. Check ich. Wusch. Da fuck.
Gib mir Leben zurück. Boah, aber gut, der ist jetzt gleich schon von. Der ist jetzt gleich hin. So, schieß nochmal drauf, jawohl. Das war's. Dies war's. Evolution der Spezies. Bericht senden. Bisher Traux Festland nicht mochten, aber sie passen sich rasch an. Ja. Okay. Ordentlich XP. Und jetzt wieder zurück zur Raumfrio. Die haben nämlich jetzt noch ein tolles Quest für uns. Oder zwei sogar. Drei sogar. Ja, das hier unten ist, glaube ich, dieses Massenquest. Zweitens, sind Sie nicht ein bisschen zu puritanisch für den Schießstand? Wie bitte? Ich bin auf einer Farm 20. Ja. Wir haben übrigens super viel Zeug. Ich glaube, wir sollten hier vielleicht mal ein bisschen was verticken, was wir so haben. Wir haben nämlich hier irgendwie ohne Ende Waffen, die wir gar nicht brauchen. So, was haben wir denn hier? Das können wir wegholen. Das können wir wegholen. Anhänger können wir wegnehmen. Die Klingenwaffen brauchen wir nicht. Die Knochen brauchen wir nicht. Geben wir mal richtig Kohle hier. Faustwaffen behalten wir mal. Weil wir wollen ja irgendwann wieder auf die Faustwaffen umsteigen. Armschienen. Bild, alles weg. Sturmgewehr behalten war. Alles weg hier. Medaillon weg. Tigerpfoten behalten war. Elementarfokus, Asche. Ja, komm, hier die können wir wegnehmen. Klinge können wir wegnehmen. Den Blutmagie-Fokus brauchen wir auch nicht. Ja, wir haben ziemlich viel Zeug, was wir nicht brauchen. Blutmagie-Fokus. Aber Blutmagie kann man, glaube ich, auch ganz gut benutzen, wenn man heilen über Zeit. Ah, das ist für eine höhere Stufe oder sowas. Okay, gezinkte Würfel haben wir gerade gekriegt, glaube ich. Gehen wir mal nachgucken. So, hier haben wir noch den Ring des Schreinen Dämons. Den können wir aber nicht verkaufen, glaube ich. So, was macht das hier? Plus 40 Gesundheit. Den nehmen wir nochmal direkt. So, heilen über Zeit. Holen wir uns auch hier rein. Und was haben wir denn noch hier? Die Faustwaffe kann weg. Die Faustwaffe kann weg. Aber die kann man wahrscheinlich nicht verticken. Genauso wenig wie das da. Okay. Eine von den Faustwaffen kann weg. Und die Würfel können noch weg. So, wo haben wir sie denn, die Faustwaffe? Hier, die kann weg. Und die komischen Würfel. Na, wo bist du? Das Sturmgewehr will ich nicht verkaufen. Die Tigerpfoten will ich auch nicht verkaufen. Ja, das können wir auch verkaufen. Da, die Präzisionswürfel. Weg damit. Das können wir auch verkaufen. Okay. Sieht gut aus. Soweit. Reparieren. Tun wir mal alles. So. Und dann beim nächsten Mal machen wir hier die andere Quest von der Orange Gruppe. Ja. Bis dahin, have fun, euer Kuani. Meow.